So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Athena Total War mit den Hunnen. Der Plan steht und wir haben beim letzten Mal eigentlich auch alles soweit abgeschlossen. Kann ich mal gucken, ob vielleicht zufällig die Slavinier sogar hier als Ziel mit enthalten sind. Hier Krieg erklären den Sassaniden, das werde ich mir gut überlegen. Drei Siedlungen niederreißen. Darunter die folgenden: Marcianopolis, das ist eine oströmische Siedlung, und Dvin. Oh, ich weiß gar nicht, das müsste. Die Fraktion weiß ich nicht, die dort zu Beginn startet. Aber ich meine, es ist irgendein Satrapiestaat von den Sassaniden. Wir sollen Zwangsherbern rekrutieren. Das sollten wir auf alle Fälle vorher noch schaffen. Ich meine, das bringt uns 1000 Gold ein. Das sollten wir tun. Zwei. Wir sollten die Herrschaft über drei Tributstaaten erhalten. Das heißt, ein Tributstaat fehlt noch, den wir uns vor dem Ablauf des ersten Kapitels noch einverleiben sollten. Und 27 Einheiten des Typs. Wir sollen 16 Einheiten haben wir aktuell. Ja, vier Einheiten fehlen uns noch. Auch dann bekommen wir hier 1000 Gold. Ja, das sollte auch kein Problem werden. Also einige dieser Ziele sind sehr einfach. Einige Ziele, boah, überlege ich mir. Aber jetzt wollen wir erstmal starten, ne? Ich will noch mal kurz schauen. Das wollte ich beim letzten Mal schon schauen, was hier so in Arheimar für Gebäude stehen. Also die Stadt ist schon auf einer relativ hohen Stufe, Stufe 2, ne? Entsprechend auch eine passable Garnison. Bogenschützen, Axtherbern. Athen könnte unser nächstes Ziel dann werden. Genießt die Ruhe. Oh, die Slavinier erklären mir den Krieg. Das hatte ich ja sowieso vor. Und jetzt natürlich die große Frage, vor der ich direkt stehe. Hole ich mir meine Verbündeten dazu? Hole ich sie mir dazu oder hole ich sie mir nicht dazu? Die Gepiden werden als unverlässlich eingestuft. Ich würde vorschlagen, wir können ja irgendwann, wenn wir vielleicht vor den Mauern oder vor den Toren der Gepiden stehen, irgendeiner Fraktion den Krieg erklären. Zum Beispiel den Westgoten oder den Quaden, einer kleineren Fraktion, dann werden wir ja sehen, ob die sich uns anschließen oder nicht. Und wenn die uns nicht, wenn die sich nicht uns anschließen, können wir die direkt in der Runde zerstören. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch nicht den Beistand erbitten. Und ja, wir gehen auf die ganze Geschichte ein. Mal schauen. Die greifen uns auch direkt an. Okay, damit habe ich jetzt schon mal nicht gerechnet. Starke Armee. 800 Mann gegen 1560. Schwierig. Die müssten aber, ich denke mal, die kommen aus Kariskos oder zumindest aus der Nähe der Stadt. Das heißt, die dürften wahrscheinlich nicht die Reichweite haben, um mich zu verfolgen, denn das ist mir tatsächlich ziemlich heikel, muss ich sagen. Er ist ja doppelt und dreifach überlegen. Ich ziehe mich mal zurück. Ich kann das aktuell noch gar nicht einschätzen, ob wir das schaffen oder nicht. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Angst ist eure So, Luft. Athen erklärt mir Ihr auch den kommt Krieg. in die Eieiei, so viele Rabe. Kriegserklärungen jetzt hier zu Schlüsse, Beginn. hungrig nach euren Eingeweiden. Okay, greifen die mich auch an? Nein, das tun sie nicht. Die Ostgoten. Ja, die Ostgoten sind ebenfalls in der Horde, deswegen haben auch die eine Zeltstadt. Ja, zwei Kriegserklärungen, Athen und auch die Slavinier. Weil die Slavinier ja jeden Moment angegriffen werden von mir. Und hier haben wir jetzt schon die erste Aktion, nämlich ich hatte ja beim letzten Mal hier die zwei Familienmitglieder verheiratet. Die sollten sich ja nach einer Braut umschauen. Allerdings sieht die jetzt nicht besonders gut aus, ne? Zumindest persönlicher Einfluss plus 2 pro Runde. List und Autorität minus 1 pro Ehemann. Er hat ein Auge auf mich geworfen. Dies ist zu unserem Vorteil, mein Liebster. Aber ich meine, vor allem Einfluss bringt es, das ist erstmal gut. Und wenn die, ja. Wenn die irgendwann nichts mehr taugt, dann wird sie halt. Dann kann die sich ja scheiden lassen. Ich mach's mal, weil das nun mal 20 Einfluss gekostet hat. Und der muss ja jetzt erstmal wieder 20 Einfluss sammeln. Ihre Hand nehmen. So. Nächste Frage ist natürlich jetzt: Ich wollte hier vor allem Einfluss verlieren. Wir können hier natürlich Kontrolle verlieren, minus 4%. Oder wir weisen sie den Ämtern zu. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ich hatte ja gesagt, man gewinnt schneller Einfluss, als man
Man verliert schneller Einfluss, als man gewinnen kann. Deswegen, wenn die erstmal in der Position sind, bekommen die ja auch regelmäßig, glaube ich, 2 oder 3 Einflusspunkte. Deswegen Erlass ausstellen und... Gut, bei ihm... Was ist hier los? Achso, Gelder veruntreuen. Die Veruntreuung war zwar erfolgreich, doch den Menschen fiel auf, dass Geld fort ist und Juwelen fehlen. Was werdet ihr sagen, wenn man euch danach fragt? Wir vergessen das Ganze. Und hier verlieren wir auch Kontrolle, das ist schon mal gut. Sehr gut. Gelungene Vermählung. Wunderbar. Und hat's geholfen? Ja, ich glaube, letztes Mal hatten wir 40%. Jetzt haben wir nur noch 38%. Das ist schon mal gut. Dass sich das hier nach und nach in diese Richtung entwickelt. Weil aktuell haben wir dadurch minus 2 Hordenwachstum. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Ja, die andere Vermählung wurde gar nicht erwähnt, wie es aussieht. Kurz nochmal gucken. In die Ereignisse. Optar, jetzt schauen wir mal. Genau, Rika, die ist... die nicht. Genau, die ist frisch dazugekommen. Falsch. Ja, die war so schlecht, genau. Die war so schlecht, das ist L. Und dann haben wir noch eine weitere Ehefrau dazu bekommen, das ist Optar. Das ist... Nehmen wir mal. Rika. Irene. Die hat so komische Namen, wenn wir mal schauen. Achso, Optar Charakter geheiratet. Optar war, dann war das der? Ja, und er hat auch noch eine Ehefrau bekommen. Die wurde uns jetzt gerade in diesem Ereignis gar nicht angezeigt, aber die ist eingebildet. Das bringt aber auch zumindest plus einen persönlichen Einfluss und plus einen Autoritätspunkt. Ist also auch nicht verkehrt. So. So, dann würde ich sagen, er darf sich jetzt auch mal daran machen, hier die Gelder zu veruntreuen. Unterstützung sammeln, genau. Na, jetzt haben wir ja schon mal deutlich weniger Einfluss. Wunderbar. So, genau. Also die haben sich jetzt hier auf uns zubewegt. Das ist eine starke Armee. Wie gesagt, wir waren unterlegen. Hier haben wir auch ziemliches Glück gehabt, dass die uns nicht angegriffen haben. Wobei das nur 13 Einheiten waren. Das ist ja unsere stärkste Armee. Das wäre also 13 gegen 13 geworden. Ist es also zum Glück nicht. Wir ziehen trotzdem weiter. Und trotzdem schauen, dass uns hier die Stadt... Dass wenn er mich angreift, dass in die Stadt nicht zur Unterstützung eilt. Deswegen bewegen wir uns mal hier möglichst am Waldrand. Aber wenn er die Garnison noch dazu bekommt, sind das halt nochmal zusätzlich 7 Einheiten. So. Ah, Mist. Jetzt habe ich mich sogar schon so weit bewegt, dass wir gar keine Unterstützung mehr bekommen können. Ist ungünstig. Jetzt haben wir uns so weit bewegt, dass wir auch nicht mehr in die Hordenfraktion gehen können. Gut, dann können wir gleich in den Marsch gehen. Muss ich nur kurz schauen, dass er mich hier nirgendwo erreicht. Genau, da sind wir viel zu weit weg. Dann denke ich mal, ist es so perfekt, wenn wir uns jetzt hierher bewegen. Sind wir für eine Runde Marsch, ist nicht verkehrt. Wie schade, dass wir jetzt hier nicht in die Hordenstellung gehen können, aber gut. So, dann können wir zumindest diese beiden Truppen, dass die sich aufeinander zubewegen. Hier konnten wir leider das Gebäude jetzt nicht errichten. Weil wir uns ja zurückziehen mussten. Dann würde ich nämlich vorschlagen, diese Armee... Greift an, plündert das Ganze. Und dann haben wir diese Armee dazu und die kann es dann gleich niederreißen. Das müsste eigentlich aufgehen vom Plan. Wäre dann auch die erste Schlacht, die wir spielen. So, und da spielen wir auch. Kann ich mal auf die Karte schauen.
Ja, er bekommt natürlich ein paar Türme dazu, aber ich denke trotzdem, dass sich das hier als deutlich vorteilhaft für uns herausstellen wird, wenn wir angreifen. Er hat zweimal Speerträger. Ja, er hat einen Statthalter eingestellt, deswegen bekommt er hier noch eine weitere Einheit dazu. Jetzt mittlerweile. Das sieht gefährlich aus. Wache des Kriegsherrn. Sehr schwere Axtinfanterie. 45er Rüstung. Guten Schildwert. Viel Gesundheit. Also vor der Einheit müssen wir aufpassen. Die müssen wir zerschießen. Wir haben ja auch relativ viele Bogenschützen. Wie viele Truppen haben wir insgesamt? 800 gegen 640. Ja, das passt aber trotzdem. Wir können natürlich die andere Armee auch gleich dazu holen. So. Wir entscheiden uns dann hinterher, was wir machen. Ob wir die in die Hordenposition gehen lassen und die auch. Oder ob wir für eine Runde gar nichts tun, ob wir nur ausplündern, die Stadt einfach stehen lassen. Ich weiß ja nicht, die Budini, haben die mittlerweile Krieg mit den Slaviniern? Nein. So, wir haben aber gute Beziehungen mit den Gepiden, immerhin. Bastarna. Okay, haben wir nämlich jetzt alle Truppen bewegt. Und dann greifen wir jetzt an. Die erste Schlacht. Ich könnte es auch automatisch machen, aber es ist eine... Ja, die erste Schlacht, die spielen wir jetzt. Auf geht's ins Gefecht. So, zweimal Speerkrieger, einmal Bogenschützen und eine sehr starke Generalseinheit. Das Gute ist, mit den Hunden können wir relativ schnell natürlich diese Türme einnehmen, diese wichtigen strategischen Punkte. Das Schlechte ist, diese Türme machen trotzdem genug Schaden. Die machen sehr, sehr viel Schaden an Tiller Total War. Also erstmal warten wir, bis wir hier eine ordentliche Sichtweite haben. Und damit meine ich genau diese Türme hier, ne? Ihr seht es ja. Die sind wirklich gefährlich. Es gibt auch relativ viele davon. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, die insgesamt verteilt sind. So. Also den Turm auf alle Fälle erstmal besetzen. Die anderen Türme müssen wir schauen. An dem müssen wir ja dann so oder so auch vorbei. Der Feind wird sich vielleicht auch gar nicht hier im inneren Kreis aufstellen, sondern in der Nähe der Türme. So. Das Gute ist, selbst unsere Nahkampfeinheit, das ist hier zum Beispiel hier eine berittene Kriegsbande, selbst die haben einen Bogen, sieht man ja. Die haben aber nur zwei Munitionskapseln. Also die, ich glaube, die haben Speere, die sie werfen können. Aber zumindest nicht verkehrt, dass die Einheiten auch schießen können. Wir sollten aber unseren General raushalten. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der General stirbt. Ob die Horde dann komplett zerstört ist oder ob wir dann direkt einen General rekrutieren können. Deswegen, der General bleibt mal hinten. So, die Verstärkung kommt dann aus... Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, aber... Die dürfte aus der Richtung kommen. So, Bogenschützen erstmal nach vorne. Und das hier ist unsere Schock- und Nahkampfkavallerie. Schicken wir die mal ganz schnell hier zu diesem Turm dann, dass der schnell besetzt wird. Oh, eine richtige Spielweise habe ich mit dem Hund noch nicht mehr überlegt. So, ja, ran. Ah, da sind die Bogenschützen. Sehr gut, die können wir gleich angreifen. Ja, das sieht gut aus. So, dann haben wir nämlich hier die Speerkämpfer. So, die werden gleich mal beschossen. Jetzt wenden die sich auch... ja, sogar unserem Rücken zu, das ist gut. Können wir so umso besser beschießen. So, da hinten kommt die Unterstützung. Genau, wir jagen auf alle Fälle jetzt hier erstmal die Bogenschützen. Und man sieht es hier, die machen schon relativ viel Schaden. Diese Türme. Hier fehlen schon 9 Mann, hier fehlen 4 Mann. Also, das tut schon ganz schön weh. Ja, ich würde sagen, wir halten uns hier auch gar nicht lange auf. Je länger wir warten, desto mehr Schaden machen uns die Türme. Dann würde ich sagen, wir stellen hier eine Einheit ab, die gleich mal den Turm besetzt. Die andere Einheit greift die Bogenschützen an. So, hier im Zentrum hat er seine Nahkämpfer aufgestellt. Man sieht auch, sehr schwer gepanzert, diese Einheit. Gut, wenn wir gegen die als letztes kämpfen. So, und hier bitte nicht mehr drauf schießen, sonst haben wir, glaube ich, zu hohen Eigenbeschuss. Ihr könnt mal hier helfen, den Turm zu besetzen. Sollte euch ja gelingen. Sehr gut, hier besetzen wir auch das Ganze. So, die schießen nicht mehr. Und genau.
aufpassen, das sind Speere, wir müssen trotzdem vorsichtig sein, das sind Speereinheiten, die sind nicht zu unterschätzen. So, die Türme sind jetzt nach und nach dann besetzt. Aufpassen, 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 aufpassen. Greifen die ihn da an? Die haben irgendwie noch einen Bewegungsbefehl anscheinend. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Die sollen auf alle Fälle nicht hier gegen diese Herbahn-Sperrkämpfer angreifen. Komm mal zurück. So, der Turm ist zerstört. Der auch. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön, der ist auch weg. So, dann können wir jetzt nämlich die Einheiten zerschießen. Man sieht's, die haben uns schon ganz schön Schaden gemacht. Das waren größtenteils die Türme hier. Pro Einheit haben die uns hier 40, 30 Mann weggeschossen. Ist also gefährlich. So, jetzt können wir aber schießen. Das ist eben der Vorteil, den man mit den Hunden hat. Wenn man erstmal hier die Fernkampfeinheiten beseitigt hat. Jetzt sind wir nämlich am Zug. Und dann können wir uns jetzt hier, können wir ihn jetzt hier rauslocken und ihn dann von allen Seiten umzingeln, sozusagen. Das ist eine ganz andere Spielweise als mit vielen anderen Fraktionen. So, wir warten auf alle Fälle erstmal. Feuer. Sehr schön. Jetzt muss er nämlich rauskommen. Ja, die haben einen relativ guten Schildwert, deswegen dauert das auch eine Weile. Und dann würde ich sagen, wir lassen uns gar nicht viel Zeit, sondern jetzt geht's direkt rein in den Kampf. Verdammt, unser Hinterhalt wurde entdeckt. So, das ist die Taktik, die man mit den Hunden fährt. Von allen Seiten umzingeln und dann angreifen. Dürfen jetzt nicht so lange aushalten. Genau, da wanken sie auch und sehr schön, zerstört. So, haben wir mal die anderen Bogenschützen mal noch dazu. Die Bogenschützen reichen ja aus. Denn dann müssen wir jetzt noch den feindlichen General zerschießen. Aber man sieht, das macht schon ordentlich Verluste. Ich hätte wahrscheinlich sogar auch geringere Verluste gehabt, wenn ich jetzt ja, das automatisch gemacht hätte, aber gut. Wird natürlich ein bisschen schwieriger, die müssen wir jetzt ein bisschen umzingeln mit unseren Bogenschützen. Aber wir haben noch ordentlich Munition, also mal fleißig drauf schießen. Nein, 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 das war ich nicht. Mist, 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 Mist. Das wollte ich nicht. Ich hoffe, ich kann die kommen. Die können hoffentlich auch gleich wieder aufsteigen. Ja, ja, bitte wieder aufsteigen. Ja. Also man kann mit denen auch absitzen, zum Beispiel um eine Siedlung zu erobern. Aber das wollte ich jetzt nicht. General können wir jetzt auch mal ranholen. Ist ja keine Gefahr mehr jetzt hier. Und hier macht es sogar jetzt Sinn, den verlängerten Schuss zu aktivieren, weil der eben den rüstungsdurchdringenden Schaden erhöht. So. Ja, die haben halt riesige Schilde, ne? Darf man halt nicht vergessen. Deswegen müssen wir ihn gleich auch ein bisschen umzingeln. Da kann ich halt noch so oft schießen. Und noch schwieriger wird es nachher bei den Schildkrötenformationen-Einheiten, bei den Ost- und Weströmern. Deswegen am besten wir versuchen hier die mal ein bisschen, ihn hier ein bisschen zu umstellen. So, am besten von beiden Seiten, dass wir ihn seitlich abschließen. Ja, man sieht, das klappt schon ziemlich gut, wenn wir ihn seitlich abschießen jetzt hier. Ja, da gehen die Einheiten relativ schnell dann drauf. Am besten auch noch verlängerten Schuss aktivieren jetzt. Das funktioniert ziemlich gut.
So, die dürfen gleich auch gleich nochmal schießen. Obwohl, sieht aus, als ob die keine Munition mehr haben. Ja, die KI kann halt nicht viel machen, ne? Sie kann halt nur dort stehen bleiben. Ihr General wurde getötet. Hervorragend. Das war's. Ja, wie gesagt, von vorne machen wir halt nicht so viel Schaden. Bei der Masse, die jetzt hier feuert, ist das natürlich auch wieder was anderes. Das war's, wir haben gewonnen. Und damit haben wir die erste Siedlung jetzt hier erfolgreich erobert. 168 Verluste, trotzdem niedrig, aber wir werden jedes Mal wahrscheinlich mit weniger Einheiten hier in die Schlacht reiten als der Feind. Ausnahme sind natürlich jetzt die ersten Siedlungsgefechte, weil die Hunden sind mit Kavallerieeinheiten natürlich deutlich kleiner bestückt als die großen Infanterieeinheiten der anderen Fraktionen. So, was steht uns denn jetzt hier zur Auswahl? Wir können ausrauben oder wir können niederreißen. So, da kriegen wir eine Integritätsstrafe, wenn wir es niederreißen. Und das reduziert die Fruchtbarkeit. Deswegen würde ich sagen, wir werden... Wir rauben es aus. Rauben wir es direkt aus. Ja, wir können es bestimmt im Anschluss auch direkt niederreißen. Das müsste ja eigentlich funktionieren. So. Genau, und wir können es im Anschluss direkt niederreißen. Ja, Integritätsstrafe, schön und gut. Und damit ist die erste Stadt zerstört. So, der könnte jetzt diese Armee auch erreichen. Wir stehen, wir unterstützen uns jetzt hier gegenseitig, oder? Ja, der ist in einer normalen Stellung. Der kann mich erreichen. Aber schön. Aber schön die Siedlung verbrannt jetzt hier. Ja, das sieht gut aus. Kann ich ihn noch ein kleines Stück bewegen? Ich glaube, dann kann ich aber nicht mehr in die Hordenfunktion nutzen, ne? Bewegt euch für die Ghetto. Gepriesen sei Kua. Kann ich euch helfen? Also, selbst wenn er mich angreift, die Armee müsste sich um jeden Reis zurückziehen. Die sollten sich auch nicht in die Richtung zurückziehen, sondern eher in die. Das dürfte also funktionieren. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder in die Horde. Ja, können erstmal nichts bauen. Da fehlt jetzt einfach das Wachstum. So, hier sind wir ja auch fertig. Hier sind wir ja in den Marsch gegangen. Wenn ja die Budini mittlerweile auch im Krieg sind mit Anten. Ne, die Roxolanen sind im Krieg mit Anten. Das ist schon mal gut. Die Roxolanen sind ja nicht so weit entfernt. So, dann haben wir hier übrigens die Kräutungen, die sich gerade auch losgemacht haben von Chernonesos. Mit wem sind die im Krieg? Mit niemanden, aber die haben es anscheinend hier auf irgendwen abgesehen. Sonst hätten sie die Stadt nicht verlassen. Sonst hätten sie ihre Stadt nicht verlassen. Sehr schön. Hat auch erstmal gut funktioniert jetzt zu Beginn. Wir können hier auch anscheinend direkt upgraden, genau. Moral plus 3. Gut, Moral, wir sind ja eher, wir werden einen aggressiven Spielstil wählen, deswegen ist uns das nicht so wichtig. Können wir hier denn irgendwo nachher Hordenwachstum erhöhen? Geschwindigkeit. Ja, mich interessiert vor allem Hordenwachstum. Ja, hier kommt nachher Hordenwachstum dazu. Da will ich hin. Und zwar so schnell wie möglich. Zudem haben wir hier einen Künstler erhalten, plus 5 öffentliche Ordnung. Ja, ich weiß gar nicht, öffentliche Ordnung, spielt das überhaupt eine Rolle? Ich glaube, so richtig öffentliche Ordnung können wir gar nicht haben, ne? Na, egal. Kann nicht schaden. Besser ein Künstler in unseren Reihen als in den Reihen der Gegner, der dann dort die Truppen besingt und ja, optimistisch stimmt. Wir dürfen uns ja theoretisch auch zurückziehen können. Sehr schön.
War doch eine sehr erfolgreiche Runde. Die erste Siedlung wurde niedergebrannt. So, die Bodini haben jetzt hier auch ihre Horden dazugezogen. Sind die mittlerweile mit irgendwem im Krieg? Noch nicht. Ja, die anderen Horden müssen sich erstmal noch hier so ein bisschen daran gewöhnen. Dann würde ich vorschlagen, weiter geht's. Und ich denke mal, die Slavinier werden hier unsere Armee schon entdeckt haben. Die werden sich jetzt hier zurückziehen nach Kariskos. Wir müssen natürlich auch daran denken, dass diese Horde jetzt hier ins Lager unbedingt muss, denn die Truppen verstärken nur im Lager. Ich gehe mal davon aus, dass die nur im Lager verstärken. Würde jedenfalls Sinn ergeben. Und weiter geht's. Oh, er greift tatsächlich an. Er greift an. Ja, wir ziehen uns um jeden Preis zurück. Das hatte ich ja einkalkuliert. Genau. Er hat nicht die Reichweite, um mich zu verfolgen. Das war auch absehbar. Und jetzt haben wir sogar die Möglichkeit, ihn in einer offenen Feldschlacht anzugreifen. So. Wieso haben wir hier so eine überlegene Chance? Will ich gerade gar nicht, warum wir hier so überlegen sind. Aber wäre natürlich eine Möglichkeit, die Schlacht noch zu spielen. Ich werd selber überlegen eingeschätzt hier. Gut, er hat auch sehr viele Fernkämpfer hier, ne? Er hat allein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten Fernkämpfer. Aber ich kann das aktuell so schlecht einschätzen. Wir haben diese berittene Kriegsbande, die ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ich bin überfragt, ob ich dieses Gefecht spielen soll oder nicht. Was ich tatsächlich sogar vorschlagen würde, wir spielen es tatsächlich. Versuchen erstmal unsere Kavallerie zu nutzen. Vielleicht auch die Fernkämpfer zu isolieren. Wir müssen diese Schlacht ja nicht zu Ende führen. Wir können uns ja auch im Laufe des Gefechts zurückziehen. Und ja, wir spielen das auf alle Fälle dann in der nächsten Folge. Und dann gucken wir, ob wir es wirklich schaffen, die Armee zu vernichten. Oder ob wir zumindest hier die Fernkampfeinheiten isolieren, ein paar Einheiten zerstören und uns dann wieder zurückziehen. Hätte ich jedenfalls nichts dagegen. Also, bis zum nächsten Mal und ich bedanke mich natürlich wie jedes Mal fürs Zuschauen. Macht's gut!